die Unsichtbaren, die Vergessenen, alle die vielen, die sich nicht in die Diakonie einzuschreiben vermochten, weil sie bescheiden das Einzige verwirklicht haben, worauf es ankommt. Das höchste Gut des Sich-Genügens und Essens aus dem eigenen Körper als die köstlichste Kost, deren Kunst es ist, nicht nur im Halbschlaf, sondern über den ganzen Tag bewahrt zu werden. Wohingegen man schon ein wenig eitel gewesen sein muss, wenn man sich in die Diakonie einschreiben wollte und ein Sokrates, ein Seneca, ein Lacan konnten sich sicher sein, wenn sie coram publicum den Giftbecher nahmen, die Pulsadern sich öffneten, sich an Knoten aufhängten, dass ihr Werk in der Erinnerung nicht untergehen würde in seinem brillanten Glanz. Aber diese Betrachtungsweise geht daneben, denn sie verkennt, worum es eigentlich geht in der Bilanz eines je einzig vereinzelten, einsamen und dennoch absolut gelungenen Lebens. Denn dieser verliert seine Spur ohne Klang und Glorie in den, ja, wo in den Weiten der Zeiten ist eine falsche Metapher.